Ein Baumhaus. Was? Ein Baumhaus? Da möchte man am liebsten. Weißt du? Naja, was soll ich dazu sagen? Auch Römer kochen nur mit Wasser? Was? Ja, hat jetzt keinen Sinn, aber ist mir eigentlich relativ. Oh, ein bisschen Erde haben wir noch. Haben wir noch Erde im Inventar? Nein. Also haben wir noch 17 Stück. 15 Stück. Das können wir dann erstmal ausprobieren. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, Erde ist leer. Dann bringen wir schon mal das nächste Zeug weg. Es wird erneut dunkel. Wie so häufig. Erste Mal geht der Kobbelstein weg. Dann dünnen wir das Holz weg. Dann dünnen wir die Zähnlein weg. Dann dünnen wir die Setzlinge weg. Und wenn wir jetzt schlau gewesen wären, hätten wir dieses Holz auch weggetan. Und dahin. Ja, also da muss was hin. Das ist mir zu kahl. Da muss auf jeden Fall was hin. Das können wir so nicht lassen. Das können wir so nicht lassen, Mario, ne? Mario! Ronny! Heike! Und du bist der Öde, der in das Holz reinguckt. Du bist der Öde. Bist du der Öde? Hier, guck mich an, du. Gute Nacht. Ja. Tschüss. Erde holen und einfach weitermachen. So tun, als wäre nichts gewesen, als hätte man nichts gehört und nichts gesehen. So machen wir jetzt einfach weiter. Wir tun so, als hätten wir nichts gehört, als hätten wir nichts gesehen, als hätten wir keinen Schluck auf. Was? Oh, es wird immer schlimmer. Es wird schlimmer. Ups. So. Ah, ich denke, das machen wir heute noch fertig hier, zumindest so weit. Holen uns dann 4 Setzlinge, hauen da oben einen ordentlichen Tropenbaum wieder drauf. Zumindest für den Anfang. Den können wir ja wieder wegholzen, wenn denn in den Kommentaren steht, was wir denn daraus machen werden. Ob da was draufgestellt werden soll oder nicht. Es muss ja nicht zwingend in die Kommentare sein. Die Herrschaften, die mich auch anders kontaktieren können, sollten das dann auch mal machen. Und sollten wir einfach sagen, was wir da hin tun. Ob wir da was hin tun, wenn ja, was wir da hin tun und so. Auf jeden Fall denke ich hier noch hinten an der Ecke an einen kleinen Wasserfall oder so. Das werde ich ausprobieren in der Kopie. Nein, nicht in der Kopie, sondern in der Kopie. Und dann schauen wir mal, ob ich das hier irgendwie unterbringen kann, damit wir ja auch was Schönes haben. Denn ich achte da ja schon ein bisschen drauf, dass wir hier eine hübsche kleine Optik haben. Wir wollen ja schließlich auch, wenn wir denn schon wohnen, auch protzend wohnen. Oder so. Nee, eigentlich nicht. Denn wenn man sich meine Privatwohnung anguckt, die ist im Vergleich zu dem, was wir hier machen, ist die winzig. Die hat schon was von Lilliputaner. Also ich habe keine große Wohnung, kein großes Haus, keinen großen Garten, kein fettes Auto. Nein, ich habe nichts dergleichen. Keine eigene Firma. Nein, ich bin ganz banaler Angestellter in einem Krankenhaus.
Und da verdient man nicht die Welt. In diesem Krankenhaus. Was jetzt nicht damit zu vergleichen wäre, dass ich hier unterqualifiziert wäre oder so. Das möchte ich auch wiederum nicht behaupten. Ich will mich ja hier auch nicht unter Wert verkaufen. Das reicht doch schon, wenn ich das bei meinem Chef machen muss. Ah! Night Beat. Memory. Boah, die Fliege hier drin, die ist heute richtig nervig. Naja. So, lassen wir es stehen. Enderman. Oder auch nicht. Doch. Doch, der ist unter mir. Ja, da kannst du auch bleiben, du Vogel. Ich brauch hier oben niemand. Niemand braucht dich! Mit dir will auch keiner spielen, also bleib da, wo du bist und mach deine komischen Geräusche. Und solltest du einen Ego-Trip machen wollen, dann mach den bitte woanders. So, oh, das ist mir wirklich zu leer da oben. Ja, nee, da muss was hin. Da muss auf jeden Fall, da muss was passieren. Ah, das erinnert mich gerade an die Grano-Fink-Werbung. Du musst jetzt was tun. Na, dann machen wir das mal. Ich glaube, ich hätte da sogar schon wieder eine vollkommen kranke Idee. Trippen-Bam. Deep in your heart. Weak. Teilweise ist die Musik einfach so gut, dass ich gar nicht drüber sprechen will. Tike hat jetzt den Gedanken, ja, dann halt doch auch die Klappe. Weil er hat's ja mehr mit der Musik als mit der Moderation. Aber es geht nicht. Ach ja, es ist so schön. Siehe da, das ist die schöne Musik. So, hier ganz oben drauf. Hier. Map. Und weil ich Spaß dran habe, packen wir da auch noch was hin. Dann packen wir hier einen hin. Und hier packen wir einen hin. Und hier.
und hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier. Und hier backen wir einen großen hin. Und hier backen wir einen großen hin. Und hier packen wir einen großen hin. Wuh! Was haben wir denn da? Alter. Hier packen wir einen großen hin. Und hier packen wir einen großen hin. Alter, wenn wir da runterfallen, sind wir im Eimer. Das muss klar sein, ne? Dann packen wir hier noch einen hin. Und hier. So, und hier fangen wir dann mal an mit Eichensetzlingen. Vielleicht können wir das Ganze ja mal ein bisschen bewalden hier. Mal ja mal probieren. Mal gucken, ob da was wächst. So, dann können wir dann vielleicht später nochmal mit ein bisschen Knochenmehl hier rangehen. Und noch ein bisschen Rasen dazwischen tun. Ey, du machst ja einen Wald, ey, du machst voll Gott. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn ich sage Fletsch, Reis, Gnarf. Gut, dann passt das. Dann freue ich mich, dass wir uns da so einig sind. Es wird dunkel und wir gehen ins Bett. Ah, da steht ja schon wieder der erste Baum. Das ist doch super. Superstens. Mürje. Wer warst du? Verdammt, ich hab's vergessen. Oben ist Heiko und Ronny. Nee, halt. Nee, du bist Ronny. Genau, Mario, Heike. Nee, oder? Nee, halt, du bist Ronny. Mario, Ronny, hier oben ist der Heike und das ist der Udo hier hinten. Das ist der Udo, ne? Und du kommst bestimmt aus Skeuditz, ne? Der Udo. Ja, gut. Das passiert mir immer wieder. Muss aber noch ein bisschen mehr hin. Es ist ja nämlich nicht so, als hätten wir keine Setzlinge, weißt du? Also, die haben wir. Und ich glaube, den hinteren Bereich, hinten an den Tiergattern, da werden wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen Wald setzen. Für alles das, wo wir nicht genau wissen, was wir machen, setzen wir Wald. Ich bin sehr froh, dass da alles wachsen tut. So. Plöpp. Man kann ja dann später gucken, was von den Bäumen da jetzt wächst und was nicht.